Yo, meine Freunde, willkommen auf einem neuen Video auf meinem Paskalationskanal. Ihr wisst Bescheid. Wir ziehen uns jetzt Animus, hast du Bars rein. Was ich hier immer machen muss, ich bin immer ganz ehrlich zu euch, 100%. Ich habe diesen Track schon gehört, ich bin immer großer EGJ-Fan, konnte nicht abwarten, hatte vorher noch keine Zeit, an die Reaction zu gehen, aber den Track wollte ich zumindest hören. Ja, aber ich dachte, wir checken den Track jetzt einfach trotzdem zusammen ab. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, abonniert gerne meinen Kanal und ja, wir starten hier mal rein. Er ist guter Junge präsentiert erstmal. Beast Mode 4, Kamikaze Samurai, 16.04.2021 erscheint das Album. Box kann man jetzt wahrscheinlich bei Amazon vorbestellen, weil Bushido ja mit Amazon arbeitet und Level und ihr wisst schon Bescheid. Ja, weil Bushidos Album ja Anfang April rauskommen soll, vermute ich mal, dass das Album nochmal verschoben wird wegen diesen ganzen Gerichten und Gerichtsverfahren. Das wird sich wohl noch länger ziehen, als Bushido es angenommen hatte. Es ist schon Monate verschoben, aber zumindest kriegt EGJ dann ein Animus-Album. Da wird Bushido bestimmt auch ein paar Mal vertreten sein. 16.04.2021. Ich werde mir die Box auf jeden Fall bestellen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Deutschrap, kannst du mich hören? Es wird Zeit für echten Rap. Genug von dieser Plastikscheiße. Beast Mode 4. Kamikaze Samurai. Hör mir zu. Sie fragen, was ist das für ein Gefühl, wenn die ganze Szene sich gegen einen stellt. Und ich sag, ich kenn's nicht anders, denn ich lebe als Rebell. Ist hier natürlich auch so, weil er halt diese Manuelsen-Animus-Geschichte da, wo er einen Schlag abbekommen hat oder was weiß ich, was da wirklich genau passiert ist. Auf jeden Fall ist er dann so auf die Couch gefallen mäßig. Und ja, da hat sich halt jeder über ihn lustig gemacht. Ich weiß ja auch nicht, wie viele Couch-Lines es schon gab. War natürlich auch ganz lustig, so teilweise, nicht für Animus, sondern ist klar, dass man so eine Line, dass man ihn damit auf die Schippe so nimmt. Gerade weil Bushido hängt dann noch dazu. Bushido ist ja, glaube ich, der im Moment so in der Rap-Szene selbst einer der gehasstesten Rapper, die es überhaupt gibt. Muss man einfach ganz ehrlich sagen. Fünf Alben später hab ich deutschen Hip-Hop durchgespielt. Von Heidelberg bis Frankfurt, Berlin bis in das Ruhrgebiet. Feinde wurden Brüder, meine Brüder wurden Feinde. Rap-Legenden zahlten Ja, gerne. ist halt auch so, was man jetzt hier Animus vielleicht vorwerfen kann, so über die Jahre, weiß ich nicht. Man kann immer nur das, was man so nach außen getragen wird, spekulieren. So, entweder du glaubst den, glaubst den, glaubst den, ihr wisst schon Bescheid. Auf jeden Fall war er schon bei Flair, dann war er schon bei Azad, dann war er schon bei Manuelsen, jetzt ist er bei Bushido. Er hat halt viele Camps so in den Jahren, ne? Das kann man ihm vorwerfen. Und dieses aus Brüder wurden Feinden und so weiter ist halt, er war mit Flair halt so, ne? Und jetzt ist halt mit Bushido. Bushido und er hatten ja auch Beef eine Zeit lang. Ja, Bushido hat sich halt ganz schön über Animus lustig gemacht. Jetzt haben die sich ausgesprochen, ein Collabo-Album gebracht und jetzt ein Jahr später ungefähr ist halt, ja, die stehen halt zusammen anscheinend. Weil Bushido hat ja auch schwierige Zeiten vor sich. Gibt auch wenig Rapper, die dann mit Bushido zusammengearbeitet hätten. Weil es wusste ja keiner nach dem Ding, wird Bushido wirklich zurückkommen, so mäßig, weißt du? Ja, darauf war die Line halt bezogen. Damit ich für sie schreibe. Hip-Hop war der Weg, sich von der Street zu entfernen. Heute nutzen sie den Hip-Hop, um die Street zu verehren. Journalisten machen Fitner, aber spielen das Opfer. Ruß die Marionette von den Großfamilien und Rockern. Aria ein kleiner Hund und dieser Toxe kein Mann. Hip-Hop.de hetzt öffentlich gegen ihr eigenes Ja, Land. hier muss ich nochmal Pause drücken. Zu Rules muss ich ganz klar sagen, nur meine persönliche Meinung. So, ich sage nur einfach so, wie ich das für mich wahrnehme. Ich habe nichts gegen Rules so. Ich kenne natürlich auch keinen privat hinter den Kulissen und so. Ich lasse mich einfach entertainen, feier gute Musik und gebe einfach meine Meinung ab. Könnt das haten, könnt das gut finden. Auf jeden Fall, ich habe viele Roots-Interviews immer geguckt, hat auf jeden Fall viel für Hip-Hop getan, auch Roots. Egal, ob er jetzt viele Sachen gemacht hat, die nicht so korrekt sind, dazu kann ich nichts sagen. Aber Interviews hat er immer ganz coole gemacht, Alter.
Straße will im Hintergrund. Ach, das ganze sorry, Game. Dass ich so aufbaue, ich habe das noch vergessen. Diese Geschichte mit dem Allmann, so, warte ich mal nochmal kurz zurück. Kein Mann, hiphop.de hetzt öffentlich gegen ihr eigenes Land. Hiphop.de hetzt öffentlich gegen ihr eigenes Land ist halt diese Cashmo-Allmann-Geschichte. Und gerade hiphop.de müsste voll hinter diesem Song stehen, weil es einfach purer Hip-Hop. Cashmo erzählt einfach seine Geschichte. Aber ich will jetzt nicht so einen Riesenfass mit der Cashmo-Geschichte. Hier geht's um Animus, EGJ und diese Beef-Geschichten. Und das checken wir ab, aber Digga. Hiphop.de außer Roos ist halt für mich auch komplett unten durch, was die sich halt geleistet haben. Aber Hiphop.de kann auch scheißegal sein, was ich denke. So sollen alle ihr Ding machen, so, Digga, ich habe nichts dagegen. Ich mache diesen Kanal einfach aus Spaß, bin ein riesen Hip-Hop-Fan und auf Hip-Hop-Ebene hat mich Hip-Hop.de einfach schon zu oft enttäuscht. Vielleicht wird's ja die nächsten Jahre besser. Mal sehen, was kommt. Die Straße will im Hintergrund das ganze Game kontrollieren, manipulieren, erpressen, bis wir kapitulieren. Mach die Augen auf und sieh, wie sie zu Ratten mutieren. Jede Mörder, die der Zuhälter im Knast salutieren. Und machst du dich alleine gerade, nennen sie dich Verräter. Dabei haben sie selber Mütter, Töchter, Söhne und Väter. Euer Karma wird schon kommen, doch das irgendwann später. Denn bei Ungerechtigkeit zu jubeln, macht euch zum Täter. Und ich will keinen verteidigen, ihr könnt mich gerne allesamt beleidigen. Das ist einfach purer Hip-Hop-Bars, so, der rappt hier bei diesem Track halt mehr als viele auf ihren ganzen Alben, so. Das feiere ich halt bei Animus krass. Und eine Sache muss ich hier auch nochmal loswerden. Ich war jetzt noch nie der größte Animus-Fan. So lange, lange, lange. Weil, war mir einfach zu soft und weiß nicht, ihn habe ich jetzt auch nicht so gefeiert irgendwie, so was man gesehen hat. Es gab mal Tracks, die ich ganz gut fand. Gerade diese Zeit, zu, wo drei Affen und so rauskam. War auch im Beast Mode Teil. Ich weiß nicht, ob sogar der erste oder war es der zweite, keine Ahnung. Ja. Und jetzt mal gucken, was er so bringt, aber gerade auf CCN hat er schon gute Sachen gemacht, so. Ich hätte es gefeiert, wenn es nicht CCN genannt worden wäre, weil in CCN war es halt einfach nicht so für mich. Ich bin schon 10, 15 Jahre, verfolge ich EGJ, gerade Bushido und die Künstler, die alle da sind, auch immer. Ja, Bushido weiß aber einfach, wie man einen Künstler vermarktet und groß rausbringt. Du musst dir mal überlegen, beispielsweise beim Shindy, wo die... Bevor die Stress ohne Grund rausgebracht haben, hatte Shindys Album NWA sich gar nicht so gut verkauft, so von den Vorverkaufszahlen, aber dann ist natürlich alles explodiert. Ja, und was aus Shindy geworden ist, weiß ja jetzt jeder. Was ich aber eigentlich mit dieser Animus-Geschichte sagen wollte, dass ich auch hier auf jeden Fall auch zugeben kann, wenn ich mich irre, und da habe ich mich krass geirrt, dass Animus einer der krassesten Schreiber ist, steht sowieso außer Frage. Und ja, bin gespannt, was da noch kommt. Doch ich werde die Szene diesmal reinigen. Wer frei von Sünde ist, werfe den ersten Stein. Anscheinend seid ihr alle frei von Sünde. Oder wen wollt ihr hier steinigen, ihr Heuchler? Nehmt Platz und lauft in meinen Schuhen. Sadik wollte Beef und ich schaute dabei zu. Doch Beef macht dich nicht groß, du hast es tausendmal versucht. Dein Name ist Sadik, steht für trauriger IQ. Dein Name Sadik steht für trauriger IQ. Ist auch eine nice Line. Das meinte ich derzeit auch einfach drauf. Aber nur weil du ein krasser Schreiber bist, heißt natürlich nicht. Lars ist immer das beste Beispiel, war bei Savage. War mit Bushido, ja, jetzt ist er mit Shindy und was weiß ich, was noch alles so bei Lars war. Aber Lars ist doch keine große Nummer geworden, wisst ihr, wie ich meine? Das heißt leider nicht immer was. Rappen heißt, nur weil du gut schreiben kannst, bist du kein krasser Rapper, so. Wisst ihr, wie ich meine? Aber egal, wir gucken mal weiter. Jetzt hat er gegen Sadik geschossen, was auch klar war. Er hatte ja letztens diesen Diss-Track rausgehauen, ganz vergessen, wie er heißt. Da war Ali Boumaier zum Beispiel auch im Video vertreten. War natürlich gegen Bushido. Und ja, die gehen richtig als Team an die Sache. Wenn du so nach dem Motto, wenn du meinen Bruder Bushido angreifst, Alter, dann greife ich euch an. Und Animus musste sich die letzten Jahre ja auch viel gefallen lassen. Und dass da was zurückkommt, Digga, war so klar. Bushido hat ja den Anfang schon gemacht mit Yuri. Auf Yuris Single da. Ja. Und war klar, dass da wird auch noch einiges Richtung Sadik kommen, da bin ich mir ganz sicher, gerade weil die Geschichte mit Sad da ist, der ja auch ziemlich viel mit EGJ hängt oder ein Teil von EGJ ist, ich weiß es noch nicht sicher. Nur ein armer Ghetto-Junge mit nem Clan im Petto. Du bist selber die Karikatur eines Moslems. Du bist Charlie Hebdo, redest über Glaube. Doch Deals in deinem Blog, sagst ACAB. Doch wie viele Muslime sind Kopfs? Du ja, bist diese Charlie Hebdo-Geschichte hat Sadik ja damals diesen Track gemacht. Muss man jetzt nicht über den Track jetzt groß sprechen. Wenn der noch online ist, ich weiß es nicht, könnt ihr den abchecken, wenn ihr da auf dem Laufenden sein wollt, aber ja.
dieser feigen Attentäter Kanacken, die immer lügen, wenn sie einem was erzählen kann, nacken. Als wird irgendjemand dein ganzes Album wegen dir machen. Mit deinen Al Jazeera Streams bringst du jeden zum Lachen. Posierst mit einer Kalaschnikow, machst so faire Kanacke. Doch wie viel Unschuldige starben durch Gewehre, Kanacke. Das hier ist halt eine Line, die gerade mit Knarren im Video, er tut ja so auf Moral so und die und seinen Glauben so ein bisschen angreifen, die Ehre so mäßig. Ja, kann er natürlich nutzen, aber ich finde es jetzt nicht verwerflich, wenn du eine Knarre im Video hast, will ich wissen, wie viele Rapper schon eine Knarre im Video hatten, so, wisst ihr? Ich meine, Rap ist ja auch Entertainment, wäre ja krass, wenn die alle das genau wären, was sie sind, safe nicht. Und ja, Entertainment gehört für mich dazu, finde ich jetzt nicht so schlimm, aber kann man natürlich nutzen zum Diss. In Afghanistan wird man sich für dich schämen, Kanacke. Als hätten Menschen da nicht schon genug Probleme, Kanacke. Und dieser Ali Boumaier macht mir auf B.I.G. hypnotized. Doch sieht aus wie die Typen davon, The Hills of Ice. Sagt, wenn Bushido in ist, dann will er mit mir abrechnen. Dickerchen, fang doch erstmal an mit Takttreffen. Dann ein wenig abspecken. Dann mal ja, ohne diese Ali-Geschichte, da wurde ja bei Ali, ich weiß nicht, ob es SEK ist, mit diesen Polizeisachen kenne ich mich jetzt nicht so aus. Aber auf jeden Fall haben die bei seiner Wohnung, seine Mutter, die Wohnung, glaube ich, eingebrochen und was weiß ich. Ich müsste mal irgendwie YouTube eingehen, googeln, da gibt es die Ansage bestimmt noch. Sonst hat Ali ja eigentlich nie was gesagt, zumindest hinter den Kulissen, weiß ich natürlich nie. Ist aber auch gleichzeitig, wenn ich mich nicht irre, der Cousin von Arafat, deswegen ist das alles sehr verstrickt. Auf jeden Fall, ja, dieses auf Fettsein anspielen ist halt, das wird Ali scheißegal sein. Und dieses Takttreffen auch. Klar, warum kann man das nicht rappen so? Aber Ali hat sich ja nie als Rapper bezeichnet. Man weiß ja auch, dass zum Beispiel Shindy und Lars ihm bei seinen Texten immer geholfen haben bei den Alben. Er hat, glaube ich, auch schon geantwortet, hat irgendwie gesagt, ohne Takt, Platin, Grüße an Shindy. So, wisst ihr, wie ich meine? Sowas wird ihm ziemlich egal sein. Aber dass er Ali seine Antwort kriegt, ist ja auch logisch. Zu husten, den ganzen Satz sprechen und dann nochmal Takt treffen. Wer dir hilft bei deinen dubiosen Raps, tut mir so leid wie die Person, die deine Unterhosen wäscht. Jeder Schwanz will rappen, doch klingen, als ob man auf eine Katze trat. I und ich ist so wie Babsi Bars gegen Hast du Bars. Mich zu dissen ist auf der Stufe mit Suizid. Bring Ruhe in diesem Beat, denn weiter geht's mit Flair, der mich ein Nuttensohn genannt hat. Flissi macht auf Van Damme, spulen wir zum Anfang. Ja, jetzt geht's Richtung Flair. Bin ich gespannt. Die Geschichte geht ja echt schon lange, lange, lange. Der war ja sogar bei Flair mal gesigned, was aber echt schon Jahre, Jahre her ist. Da gab es auch mal einen Track von Animus gegen Flair. Flair hat gedisst und das geht ja schon Jahre so weiter. Und jetzt, wo er bei Bushido ist, geht es natürlich noch viel härter zu der Sache. Und ja, das ist der schlimmste Gegner. Also so viel Animus. Um Flissi zu verstehen, reicht ein Blick in seine Seele. Wir schreiben Berlin vor all dem Fame und den Verträgen. Irgendwo in Lichterfelde, ca. 81, ließ sich eine alte ficken von einem Typ, der sie mehr hasst als lieb. Sie wird schwanger mit der Grund, weshalb er diese Kach verließ. Das hat Flissis Mama ihrem kleinen Bastard nie verziehen. Sie gab ihr Bestes, doch man konnte Patrick nicht erziehen. Also stopft ihn seine eigene Mutter voll mit Ritterlieb. Ja, die Geschichte von Flair kennen ja alle Leute, die sich mit Flair beschäftigen. Brauche ich jetzt auch nicht immer auch mal aufmachen. Man kann zum Beispiel den Song schwer erziehbar abchecken. Ist ja auch nichts, woraus er ein Geheimnis so macht. Ja, ist natürlich klar, das ist natürlich eine Angriffsfläche vom Flair, klar. Ja, man spürt einfach diesen kranken Hass bei Animus gegen Flair raus, finde ich. Und ja, wie gesagt, gegen Flair wird noch vieles kommen, gerade nach diesem No-Name-Track. EGJ steht ja auch als Gang, du hast meinen Label-Boss so zerstört, mäßig oder angegriffen, besser gesagt. Und dann gegen mich natürlich in Interviews oder Ansagen, da kam immer viel und so. Ja. Patrick wurde älter und der ist miskin. War am Sprühen, machte Welle, sie nahm Karotten und sie fickten ihn. Wurde Labelchef, doch ließ seine Künste nichts verdienen. Beleidigt alte Menschen, macht auf Pablo beim Gerichtstermin. Nennt Nick One ein Bimbo, Jalila ein Sklaven. Vergessen wir die anderen, nennen Worte in deinem Privaten. Ja, das ist halt so auf die Moral bezogen. Darüber muss man jetzt auch nicht groß reden. Ja, ist klar, ist eine riesen Angriffsfläche. Bushido hat ja auch schon gerappt darüber, dass er von, ich glaube, BTNG, diesen Boateng-Bruder, auch was auf die Fresse bekommen hat und so. Auf diesen Amazon-Exclusive-Track oder wie das heißt. Ja, und darauf spielt er natürlich auch an. Ja, ich meine, Flair hat natürlich auch sehr viel Angriffsfläche, ne? So über die Jahre, weil seine Karriere halt auch so groß ist und er sagt auch zu allem was und äußert sich manchmal falsch. Aber, ja, das greift er hier halt an.
damals Videos mit 100 Schwarzen. Heute drehst du Videos mit irgendwelchen Nutten aus Bulgarien. Nein, du bist kein Gangster, Kleiner, und kein Rassist, nein. Flair hat nichts gegen Schwarze, er wär gerne selber einer. Redet in Interviews über Moves und die Grooves, während jeder Schwarze fragt, was du Hurensohn tust. Ja, das ist halt so, der hat halt, der redet halt auch oft von USA, wie scheiß Deutschland ist im Gegensatz zu USA. Das wird es in den USA nie geben, Alter. Er würde gerne da leben, mäßig. Und ja, man hört es auch seine Musik raus, dass er halt auch ein riesen Ami-Fan ist. Ich habe nichts gegen Flair, so. Für mich ist einfach, Hauptsache, im Endeffekt ist schon geile Musik. Hast du Bars, übertrieben geile Musik. Flair macht gute Musik, manche Sachen feiere ich, manche Sachen nicht so. Ja, Bushido feiere ich auch, so. Hatet in den Kommentaren, wenn ihr wollt, deswegen. Ich bin immer ehrlich zu euch und das bleibe ich auch so, egal ob das Video jetzt gut ankommt oder nicht. Wenn Araber ihn ficken, ist Patrick immer still. Doch beleidigt eine alte Polizistin, wie er will. Denn eine Frau mit Autorität passt nicht in sein Bild. Darum kann er nur mit Nutten oder Hobbynutten chillen. Du siehst Familie als Schwäche, das ist einfach makaber. Sag, was denkst du dir bei deinem Gelaber? Dis Bushido, weil er sein Stiefsohn noch mehr liebt als sein eigener leiblicher Vater. Dich, kleinen Versager, weil ein Mann seine Familie beschützen will, während deine Familie dich nicht mal grüßen will. Wow. Poste bitte noch paar Bilder mit der Glitzeruhr, aber kein Bild mit deiner Mutter, du Missgeburt. Dis Shindy, weil er 10 Jahre lang mit der gleichen ist. Dis Shindy, weil er 10 Jahre mit der gleichen ist, ist ein Diss, den ich auch nicht richtig verstehe, wenn ich ehrlich bin. Aber was man dazu auch sagen muss, Shindy ist halt mit diesem Diss angefangen auf den Tiffany-Track, könnt ihr abchecken. Ja. Wundert mich, dass er Shindy hier so mit einbezieht, so ohne, wenn er jetzt Shindy gedisst hätte, hätte ich es vielleicht noch verstanden, aber ja, ist halt schon krass. Ich persönlich bin ein riesen Shindy-Fan, weiß auch jeder. Ich würde mir auch wünschen, dass Shindy und Bushido wieder irgendwann was zusammen machen. Das Collabo Classic fand ich zum Beispiel echt krass. Oder Song Sterne oder Statements, Digga. Naja, aber hast du Bars von Animus, Digga? Echt heftig, hätte ich nicht gedacht. Also das ist so krass für dich. Ich dachte schon, weil die anderen hast du Brassfonte waren ja auch krass, aber das ist nochmal andere Stufe. Für mich jetzt nicht nur wegen dem Beef, sondern auch so das heftigste hast du Bars, glaube ich. Obwohl das, ohne jetzt Smokey mit einzubeziehen, Smokey wird auch noch alles rasieren, Digga. Bin ich fest von überzeugt, Alter. Und ich frag mich, wo ist jetzt der Diss, Mann, ich peile es nicht. Doch ich sag doch, Deutschrap ist ein Hurensohn, der Scheiße frisst. Lügner spielen Ehrenmänner, gar nichts ist im Gleichgewicht. Journalisten haben wegen Rücken eine Schweigepflicht bei Themen, wo man eigentlich als Journalist das Schweigen bricht. Unschuldige Kinder werden Zutaten für einen Diss. Doch eigentlich zeigt das, eure Rhyming-Skills reichen nicht. Doch wenn ich reime es mit, gleichen sie einem Strick um dein Genick. Kill dich und deinesgleichen mit auf alles, ich geb keinen Fick. Vielleicht lande ich dadurch mit deinem Stich auf dem Leichentisch. Doch meine Schrift und sein bleibt. Egal, ob man jetzt EGJ oder man Bushido mag, wegen alles, was so die letzten Jahre passiert ist, ob man Animus mag, ob man EGJ mag oder so Gegner von denen ist, was man hier nicht haten kann, wenn du jetzt nur die Musik, stell mal vor, da würde jetzt nicht Animus sitzen und die gleichen Bars und die Energie und so, die er da so reinpackt, ne, dann wäre es immer noch geil, weil es ist einfach purer Rap, so, ich bin vielleicht auch zu oldschool, Digga, aber, Digga, meinetwegen könnte ruhig alle 2 Wochen oder einmal im Monat ein Hast du Bars kommen, Digga. Ich feiere dieses Format so extrem. Was noch geil wäre, wenn noch ab und zu ein, zwei andere so dazukommen. Auch mal ein Aaron da sitzt oder vielleicht auch ein Saad. Vielleicht auch jemand ganz anderes, der mit cool ist. Und vor allem diesen einen, der den Newcomer Contest da gewonnen hat. Aras, hieß der Aras? Ich glaube ja, bin ich sicher. Auf jeden Fall soll der auch noch bei Hast du Bars hinkommen. Ich bin sehr gespannt und feiere ich auf jeden Fall das Format. Bei EGJ dauert ja auch alles so ein bisschen. Aaron hat ja damals auch gewonnen bei diesem Twitch-Stream mit Knossi. Das hat ja auch lange gedauert, da dachten alle, da hat Mois ja auch zum Beispiel auch schon erzählt, dass der Deal gar nicht zustande kommt. Bushido wird alle verarschen. Wegen dem Wohnzimmerkonzert war das ja damals auch so. Und ja, wir gucken einfach mal weiter. Bleiben bis in alle Zeit damit, du weißt, das hier ist meine Pflicht. Und die Wahrheit wird für mich immer wichtiger sein als ein Hit. Ja, ich hab mich entwickelt, menschlich bin ich jetzt auf einem anderen Vibe. Darum drohen Feinde heute mit meiner Vergangenheit. Ihr setzt mich nur zu Wehr, wie du mir, so ich dir. Es wird Zeit für das Album des Jahres, Beast Mode 4. Es wird Zeit für das Album des Jahres, Beast Mode 4. Ist auf jeden Fall eine kranke Ansage. Feier ich auf jeden Fall. Ist ja auch das erste Mal seit über einem Jahr, dass EGJ mit einem Album zurückkommt. Ich bin sehr gespannt drauf.
Ich bin ehrlich zu euch, ich glaube nicht, dass das das Album des Jahres ist. So, für mich persönlich wird es ja sowieso alles Geschmackssache, aber es könnte eins der besten Alben werden. So, vorsichtig, man muss erstmal die Songs hören, einen hast du Bars so. Mal gucken, was noch so kommt. Ich bin gespannt auch, in welche Richtung das gehen wird, ob das so hart bleibt. Oder Animus ist ja auch sehr bekannt für Thementracks und so. Deswegen mal abwarten. Wie gesagt, Animus hat hier total abgeliefert, Monster-Ding. Ich freue mich auf Album, werde mir die Box bestellen. Und ja, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare und abonniert meinen Kanal. Und ja, EGJ ist jetzt endlich wieder da. Ja, ist das Ende hier. Beast Mode 4, Kamikaze Samurai. Könnt ihr auf Amazon vorbestellen. Wie gesagt, habe ich jetzt glaube ich schon ein paar Mal gesagt, Digga. So Werbung im übertriebenen Sinne. Sorry an der Stelle. Ja, mich hat's komplett überzeugt, Digga. Ich freue mich riesig. Bin gespannt, was jetzt von den Gegnern kommt, die ja hier gedisst wurden, was da jetzt noch kommt. Digga. Ach ja, eine Sache wollte ich noch sagen zu der Asche-Thematik. Ich werde mich jetzt nicht groß dazu äußern, auf welcher Seite ich bin, wer ich finde, wer hat Recht, wer hat Unrecht, Digga. Asche hat einen brutalen Song abgeliefert. Man kann jetzt das und das dazu sagen, was ich aber eigentlich nur sagen wollte. Ich hatte da eine Reaction dazu gemacht, ich glaube gegen 50 Minuten oder so, aber ich habe, das konnte ich nicht hochladen wegen technischen Problemen und so weiter. Und so im Nachhinein wollte ich es nicht mehr hochladen. Man muss auch nirgendwo drauftreten mehr oder draufhauen, so einfach so. Man muss auch nicht zu allem eine Reaction machen, so. Für mich, ich lasse mich sowieso nur über die Musik sprechen. Und das reicht mir dann auch. Und wenn so geile Musik kommt wie jetzt im Januar, Digga, dann bin ich als Hip-Hop-Fan einfach glücklich, Digga. Und ja, Leute, das war's. Ich bin raus.